Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und wir gucken jetzt, was in diesen Übungskisten drin ist. Und ob wir was finden. Wir haben uns ja beim letzten Mal jetzt den Hermetikern angeschlossen. Moment, ich bin gerade an einer spannenden Stelle. Unerwartete Dinge geschehen jederzeit, aber für alles gibt es eine Wahrscheinlichkeit, die man ausrechnen kann. Die Mathematik der Natur liefert viele Hinweise auf Variablen. Meine Prognosen für den heutigen Tag ist mir wohl ein Rechenfehler unterlaufen und das Ergebnis bist du. Ich frage mich allerdings, wie das geschehen konnte. Ich hätte doch alles ganz genau in meinem Grimoire berechnet. Tabelle 777,07c führt alle Variablen des mathematischen Etherfelds genau auf. Wenn ich nun die Hypnosenhypotenuse mit dem algebraischen Produkt quadriere. Voila! Stimmt meine Berechnung wieder. Entschuldige, aber über all die Berechnungen habe ich ganz meine Manieren vergessen. Ich heiße Clea. Ich bin Hauptzollinspektorin bei der Melvana-Zollbehörde. Gelegentlich arbeite ich auch als Ausbilderin für die Hermetiker-Gilde. Tübingen hat mich gebeten, dich unter meine Fittiche zu nehmen. Zu Recht habe ich mich aber noch nicht entschieden, ob ich das will. Lol. Bist du meine Zeit wert? Immerhin kämpfst du bereits für eine erfahrene Hermetikerin. Eins würde ich gerne wissen. Wovon lässt du dich leiten, um im Kampf das passende Ethergramm auszuwählen? Wir lassen uns von unseren Gefühlen leiten. Erstaunlich. Genau darüber schreibe ich auch mein neuestes Thesenpapier. Lass mich noch einmal nachrechnen. Du hast gute Chancen, eine berühmte Hermetikerin zu werden. Genauer gesagt, berechne ich deine Chancen auf 89,98%. Ach, das ist übrigens genau die gleiche Chance, die für einen anderen Hermetiker-Neuling ausgerechnet wurde. Vor langer Zeit. Ich führe über alle Berechnungen genau Buch. In meinem guten Grimoire hier. Weißt du, von welchem Hermetiker ich spreche? Von keinem geringeren als dem Gildenmeister, der allerdings spurlos verschwunden ist. Taktik ist das Mittel, um unsere Träume zu verwirklichen. Diese Worte stammen von ihm. Er ist ein weiser Gelehrter. Welchen Traum möchtest du verwirklichen, Ash? Ob hier in Eosea oder anderswo, alles Leben wird von Träumen inspiriert. Auch wenn wir nicht ununterbrochen an der Verwirklichung unserer Träume arbeiten können, dürfen wir sie doch nicht vergessen. Aber zuerst zu etwas Einfacherem. Dein nächstes Ziel sollte es sein, das Karfunkel in jeder Situation zu beherrschen. Arbeite daran, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Richtig, bei deiner nächsten Lektion. Das war alles für heute, mein neuer Schützling. Kehre zur Gilde zurück und berichte Tübingen von deiner heutigen Lektion. Ich habe noch ein paar magiemathematischen Formeln, die ich im Kampf testen möchte. Also, bis dahin. Bis bald. Au revoir. Und wieder zurück. Damit haben wir tatsächlich die Klassenquest fertig. Und wir haben jetzt genug Zeit, um uns noch ein bisschen mit den Nebenquests zu beschäftigen. Die wir noch machen können.
Das heißt, wir werden gleich eine jede Menge Spaß haben, genau. Wir werden gleich jede Menge Spaß haben. Und dann die nächste, also der allernächste Part, der dann kommen wird, wird dann tatsächlich wieder ein Hauptstory-Quest-Part werden. Also ihr dürft euch beim nächsten Mal wieder auf Story freuen. Weil ich wollte es tatsächlich schaffen, dass ich mit dem Hermetiker jetzt auf 7 komme, weil mit 7 können wir halt, wenn die Hauptquest weitermachen. Aber mit dem Hermetiker machen wir jetzt die Nebenquests, die noch so offen sind und die wir noch annehmen können, indem wir auch in anderen Gebieten. Und ja, dann mal schauen. Hallo Ash, hast du die Übungskiste? Gute Arbeit. Wie gefällt dir Kylia? Eine interessante Person, nicht wahr? Sie hält in ihrer Freizeit Vorlesungen in der Gilde und betreut ab und zu besondere vielversprechende Neulinge. Sie ist einverstanden, einen Teil deiner Ausbildung zu übernehmen. Darauf kannst du dir etwas einbilden. Sie nimmt nur Kandidaten an, denen sie eine hohe Erfolgschance ausrechnet. Und meines Wissens hat sie sich da noch nie verrechnet. Hast du ihr Grimoire gesehen? Seit sie begonnen hat, die Hermetik zu studieren, hat sie es nicht ausgetauscht. Es ist in keinem guten Zustand, aber es enthält ihr gesamtes Wissen. Sie verbringt mehr Zeit mit ihrem Zauberbuch als mit jedem anderen. Wir Hermetiker neigen dazu, uns ganz dem Studium zu widmen und vergessen auch manchmal die sozialen Beziehungen. Dabei kann man von seinen Gefährten genauso viel lernen wie aus Formeln und geometrischen Mustern. Warum verbringst du den Rest des Tages nicht mit einem Marodeur oder einer Gladiatorin vor den Toren der Stadt? Die Ablenkung kann dir wichtige Erkenntnisse bringen. Und Spaß macht es auch. Also bis später. Okay, dann holen wir uns erstmal unsere Robe. Eine Robe und ein neues Büchlein. So. Dann hatten wir doch. Im unteren Lennoskia hatten wir noch was. Ich muss gleich mal schauen, was der Hund da oben macht. Nee, nicht in die Richtung. Denn wir hatten hier hinten nämlich noch eine. Da haben wir auch noch eine, aber das ist eine Elva. Ich will nämlich erstmal alle Quests unter 10 machen. Also über 10 erstmal nicht. Okay, ist auch alles unter 10. Weil das machen wir dann, wenn wir alles also alles auf 10 haben. Deswegen würde ich jetzt halt gern mit dem Hermetiker weitermachen. Unser Schurke ist ja jetzt Stufe 9, unser Marodeur 11. Weil dann machen wir mit dem Schurken, wie ich das geplant hatte, die Hauptstory und mit dem Hermetiker machen wir jetzt die Nebenstories. Der ist eine Schokobo-Verleiherin. Ich weiß nicht, ob man die immer alle anklicken muss, damit man da hinreisen kann, aber ich mach's halt jetzt lieber. Da muss ich hin. Gamha, Hallöchen. Da bist du ja wieder. Hast du etwas erreicht? Also das ist jetzt übrigens mal so ein Part, den ich meine. Wenn wir halt den Part nicht mit dem eigentlichen Thema füllen können, packen wir halt ein zweites mit rein. Das war halt das, was ich neulich in einem der Parts versucht habe zu erklären. Immerhin hast du drei Bündel zurückholen können. Vielen Dank dafür. Es waren also tatsächlich diese Kobolde.
In letzter Zeit häufen sich Vorfälle dieser Art. Dadurch wird unser Arbeitsplan erheblich gestört. Einer Ork muss unbedingt davon erfahren. Bitte kehre zur Gockelburg zurück und setze ihn von den Vorfällen in Kenntnis. Natürlich tun wir das. Schon wieder ein Überfall der Kobolde. Den Strolchen scheint es Spaß zu bereiten, uns das Leben schwer zu machen. Sie dringen immer öfter in unsere Gebiete vor und wollen es für sich beanspruchen. Aber wir dürfen keinen Schritt zurückweichen, denn zu viele sind von unseren Erträgen abhängig. Aber ewig kann es so nicht weitergehen. Und wenn wir keine Lösung finden, reiben wir uns noch gegenseitig auf. Okay, komm. Machen wir das. Kampf den Kobolden. Das scheint eine wichtige Nebenquest zu sein. Die Kobolde, die hier in der Nähe der Gockelburg leben, werden immer dreister Überfälle. Nichts und niemand ist mehr von ihnen sicher. Die Kobolde nennen Ogomoro im Norden der Insel Wildbrand ihr Königreich, doch in Wahrheit sind sie nichts weiter als Wilde. Trotzdem trafen unsere Vorfahren mit ihnen eine Übereinkunft. Limsalominsa sollte die Schätze des Meeres gehören, Ogomoro die Schätze der Berge. Lange Zeit ging das gut und die Kobolde ließen die anderen Völker, die in der Noskia leben, in Ruhe. Doch seit geraumer Zeit kommen sie aus den Löchern der Ogomoro-Berge hervorgekrochen, um zu rauben und zu plündern. Nun schwebt auch die Gokkeburg in Gefahr. Wir müssen ihrem Treiben entschieden Einhalt gebieten und klare Grenzen ziehen. Sonst tanzen sie uns auf der Nase herum. Weißt du noch nicht genau, wie wir das anstellen sollen? Unterhalte dich mal mit der kräuterkundigen Arenlona über das Problem. Ja, ich bin mit Anna Ork der Meinung, wir dürfen die Kobolde nicht länger ignorieren, sonst betrachten sie uns als hilflose Opfer, die sie nach Lust und Laune ausplündern können. Die Kobolde ziehen in großen Banden von den Bergen im Norden aus nach Süden, sind viele, aber daraus resultieren auch ihre Schwäche. Nahrungsmangel. Sie haben Probleme, sich ausreichend zu versorgen. Wahrscheinlich hatten sie es auf Essen abgesehen, als sie die Karawane in der Nähe der Minen überfielen. Doch ihre Beute bestand nur aus Werkzeug und Kleidung. Praktisch, aber nicht gerade lecker. Deshalb lautet mein Vorschlag, wir sollten den Kobolden mit Essen in eine Falle locken. Bitte fragt Anaok, was er davon hält. Klar, mit Speck fängt man Mäuse. Oder auch hungrige Kobolde, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Ich glaube, wir haben noch Dodo-Fleisch auf Lager, aber mit der nächsten Karawane ausgeliefert werden soll. Das mit der nächsten Karawane ausgeliefert soll. Frag Skarn mal danach. Es soll dir eine Kiste davon als Köder mitgeben. Den Köder legst du am besten an den Finstereisenmine aus. Dann musst du nur noch alle Kobolde erschlagen, die davon angelockt werden. Okay. Mich mal ein bisschen zurücklehnen. Wenn ich jetzt noch schlechter lese als sonst, dann bitte nicht wundern. Anok hat sich endlich dazu durchgerungen, etwas gegen die Kobolde zu unternehmen. Sehr gut, dafür stelle ich das Dodo-Fleisch natürlich gerne zur Verfügung. Hier, das sollte als Köder reichen. Wo du das Fleisch am besten platzierst, kann dir Quabati am Südeingang der Mine verraten. Natürlich kann er das. So, dann laufen wir da mal hin. Wie gesagt, ich muss gleich unbedingt mal nach dem Hund gucken. Also raus müsste sie eigentlich noch nicht. Wann erst um 15 Uhr? Ich werde trotzdem gleich mal nach ihr sehen. Die Kleine ist ziemlich recht einsam, weil jetzt gerade in dieser Woche, wo ich es aufnehme, Busch ist nicht da ist, also mein Verlobter, der turnt in Slowenien rum. Huch. Und ja, da ist er leider gerade etwas schwierig für die Kleine. Aber die wird da auch schon mit klarkommen, hoffe ich. Bleibt ihr ja nichts anderes übrig. Babati. Na, endlich setzt sich die Gockelburg gegen die Kobolde zur Wehr. Das wird aber auch Zeit. Die Kleine
Die kleinen Plagegeister haben uns schon ganz schön zugesetzt. Den Köder legst du am besten in die Nähe eines Verstecks aus, wo du dich auf die Lauer legen kannst. Wenn den Kobolden von dem Fleischgeruch angelockt werden, deren neugierigen Nasen in die Kiste stecken wollen, dann schlägst du erbarmungslos zu. Klingt aber auch nicht gerade nett, ne? Überhaupt nicht nett. Ja, hier ist aber der Zielort. Wir warten. Oh Gott. Und das ist der dritte. Hey, das könnte uns zu Level 8 verhelfen. Oder auch nicht. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt der letzte Auftrag hier für die Gockelburg ist. Dass wir im nächsten Gebiet weitermachen können. Gut, da ist jetzt wie gesagt nur eins. Das ist für die großen Aufträge da unten. Also was das große Aufträge für die höheren Level. Für 10 bis 20, sag ich mal. Oder 10 bis 15. Jetzt gehen erstmal das Anfängergebiet hier abgearbeitet. In diesem wie auch im nächsten Bereich. So viel EP mitnehmen, wie es nur irgendwie geht. Ash, das scheint ja gut gelaufen zu sein. Du hast den Kobolden eine ordentliche Lektion erteilt, wenn ich auch nicht glaube, dass du sie damit dauerhaft vertreiben konntest. Wir müssen die Verteidigung verstärken. Du bist doch eine gute Freundin von Baderon, oder? Kannst du ihm ausrichten, in welcher Lage wir uns befinden? Der alte Thekenhai hat einen guten Draht zu den Gelbjacken. Könnt vielleicht dafür sorgen, dass sie uns Verstärkung schicken. Ja gut, das könnten wir tun, ja. Aber da wollen wir jetzt natürlich nicht hin, eigentlich. Wir wollen jetzt einmal zu den Sommerfurthöfen. Denn da haben wir auch noch Quests. Die zumindest angenommen werden wollen. So. Hallöchen. Ja. Wollen wir nehmen. Weißt du, dass sich die Sommerfurthöfe an den Siedlungsplänen von Admiral Merville beteiligen? Im Gegenzug dafür erhalten wir von oben Unterstützung. Wenn wir aber unsere Vorgabe nicht erfüllen, wird uns die Unterstützung gekürzt oder gar gestrichen.
Dies scheinen die Piraten, die sich hier als Bauern niedergelassen haben, allerdings nicht zu interessieren. Sie sind kaum zu motivieren. Deswegen sind wir auf Hilfe von außen angewiesen. Würdest du für uns hier im Besiedlungsgebiet Steine aus dem Weg räumen und Unkraut aufsammeln? Gut, dann geh als erstes hinter die Hütte und nimm dir die Ackerschaufel, die dort steht. Damit wird es dir ein leichtes sein, die hinderlichen Steine zu beseitigen. Nett. Ja, komm, nehmen wir aber mit. Ein paar Minuten haben wir noch. Du natürlich auch noch. Es wird Zeit, die Lanuskea-Orangen zu ernten. Auf die lauffaule Lumpenbande von Ackerpiraten kann ich mich dabei nicht verlassen. Bis sie sich mal aus ihren Hängematten erheben, ist aus jeder reifen Orange schon ein neuer Orangenbaum gewachsen. Aber die Zeit drängt. Das Obst ist jetzt so reif, dass es schon bald von den Bäumen fallen wird, wenn es nicht vorher geerntet wird. Wer fault es nachher auf dem Boden und all unsere Mühe beim Anbau war vergebens. Würdest du mir einen Teil der Arbeit abnehmen und 3 reife Lanuskea-Orangen von den Bäumen pflücken? Aber sieh dich vor, denn der süße Geruch des reifen Obstes zieht häufig Blumenvespula an. Natürlich tun wir das. So. Reife Früchte. Mal fragen, was das für komische Geräusche sind. Hört sich mal an, als wenn irgendwas hinter mir lang reitet. Da ist aber nichts. Hallo, du komische Vespula, die ich nicht sehe. Also ich bin schon echt auf die Hauptstory gespannt, wie sie dann weitergeht. Stufe 8. Warte mal. Ah. Zumindest andere Schuhe können wir anziehen. Okay, da kam jetzt diesmal nichts. Der ist auch noch meine Vespula. Vespula. So, dann müssen wir jetzt nur noch den störenden Unrat wegmachen. Und dann geben wir wieder alles ab, was wir abzugeben haben. Ich beneide die Leute, die schon reiten und fliegen können. Das ist immer so ekelhaft schön. Hier ist noch ein junger Puck. Die wir noch brauchen. So, die Stören und Steine haben wir beseitigt. Noch mehr Unrat. Wie gesagt, es würde halt auch wirklich schneller gehen, wenn wir schon reiten könnten.
Aber ich möchte mir halt, wie gesagt, Zeit lassen und alles erkunden. Also zumindest alles, was möglich ist. Wie gesagt, ich möchte jetzt da nicht am Ende in, also in dieses, ja, wie nennt man das, Pro-Gaming, was weiß ich. Ich möchte nicht die stärksten der stärksten der stärksten Monster bekämpfen. Mir reicht, dass ich die Sachen kriege, die ich unbedingt haben möchte, wie zum Beispiel Ixion, also dass wir das Ixion-Feld machen. Und halt, dass ich so manche Monster kriege. Alles muss ich nicht haben. Alles werden wir auch niemals schaffen. Dafür ist das Leben einfach zu kurz. Und meine Zeit zu begrenzt. Aber ich denke, dass wir das irgendwie schon hinkriegen. Du bist schon zurück. Dieses Tempo bin ich von den faulen Ackerpiraten nicht gewohnt. Nicht, dass ich einen ehrenwerten Abenteurer mit diesem Gesinde vergleichen würde. Danke, damit haben wir unseren Rückstand etwas wettgemacht. Wenn alle, die sich hier niederlassen, so fleißig anpacken würden wie du, müsste ich mir nicht so viel Sorgen machen. Ich stehe ja hinter Admiral Mervels Plänen, aber die Kolonisten, die sich hier hinschicken, lassen sehr zu wünschen übrig. Da muss sich etwas ändern. Ja, manchmal muss sich da was ändern. Manchmal, aber nur manchmal. Das Ding möchte ich zum Beispiel auch haben. Das muss man sich auch erfahren. Wenn wir die reifen Orangen nicht schnell ernten, verfaulen sie noch. Ja, hier hast du deine. Gute Arbeit, das reicht fürs Erste. Von den trägen Taugenichtsen, du weißt schon, wen ich damit meine, hat sich keiner blicken lassen. Aber etwas anderes habe ich auch nicht erwartet. Sie kennen es halt nicht anders, als ihren Lebensunterhalt mit Raubzügen und Plünderungen zu verdienen. Wahrscheinlich warten sie nur auf eine gute Gelegenheit, hart arbeitende Leute wie uns die Gil abzunehmen, die wir im Schweiß unseres Angesichts verdient haben. Was für eine Schnapsidee von Admiral Mervib, diesem Mörderbande hier anzusiedeln. Und der hat gleich den nächsten Auftrag für uns. Sind unsere Landuskier-Orangen nicht prächtig? Ich sage dir, sie sind sehr anspruchsvoll. Säen, warten, ernten. So einfach ist das nicht. Immer wieder haben wir Probleme mit Pucks. Sie fressen die Insekten, die die Orangenblüten bestäuben. Deswegen müssen wir die Blüten oft einzeln per Hand bestäuben. Eine wahnsinnige Geduldsarbeit, das kannst du nicht mehr glauben. Du siehst so aus, als könntest du mir da helfen. Würdest du für uns fünf junge Pucks zerschlagen, dann werden sich die anderen bestimmt auch bald zurückziehen. Das machen wir, aber wir gehen jetzt noch einmal zurück zu Baderon. Und machen da das fertig. Beim nächsten Mal werden wir dann auf jeden Fall die Hauptquest machen. Ich weiß nicht, ob ich es heute Nacht nochmal mache. Ob ich, nachdem ich mit Kaya durch bin quasi, ob ich dann noch was mache. Oder ob ich morgen dann halt relativ zeitig aufstehe und dann was mache. Muss ich noch gucken. Je nachdem, wann ich heute ins Bett komme und das letzte Mal mit Cleo gegangen bin. Also unserem Hund. Ja. Wir werden schauen. So, Achterburg. Und es dauert so lange. Ja, manchmal schneide ich das ja raus. Und manchmal halt eben nicht. Gerade tatsächlich nicht. Und ich wünschte, ich hätte es getan, denn es dauert echt Ewigkeiten. Lädt sich zu Tode. Ich habe mir übrigens mal gedacht, warte mal. Dass ich hier zum Beispiel mal ein paar Emotes die ich halt bestimmt öfters mal. Ja, das war. Das ist auch eines meiner Emotes, die ich gerne benutze. So. Dass ich da mal ein bisschen was von in der Leiste habe. Da ist Baderon. Die Gockeburg wird von agierenden kleinen Kobolden heimgesucht. So weit in den Süden haben sie sich also schon ausgebreitet. Die Kobolde sind ein wilder Stamm, der seit jeher das Gebiet Ogomoro im Norden der Insel Wildbrand beherrscht.
Eigentlich besteht ein alter Vertrag zwischen den Kobolden und Limsa. Doch im Laufe der Geschichte kam es immer wieder zu Streitigkeiten und Übergriffen. Besonders in letzter Zeit scheinen sie ihrem Hang zur Gewalt freien Lauf zu lassen, weshalb der Maelstrom in höchster Alarmbereitschaft ist. Hinter den Aktivitäten der Kobolde wird nämlich ein schreckliches Motiv vermutet. Gerüchten zufolge suchen die Kobolde nach Kristallen, um damit ihren Prima ihr Titan zu beschwören. Wenn das wahr ist, müssen wir sie mit aller Kraft aufhalten. Denn wenn sie Erfolg haben, wird Titan Tod und Zerstörung bringen. Das könnte das Ende von Limsa bedeuten. Der Herr der Helden, das Titan bei seinem letzten Auftreten mit Mühe und Not besiegen konnte, wurde ja leider aufgelöst. Auf jeden Fall werde ich den Gelbjacken von deinen Erlebnissen berichten. Danke für die wertvollen Informationen. So. Okay, da das alles schlechter ist, nehmen wir das Geld. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Gut, ich sehe leider nicht, ob hier Quests sind. Aber nun gut. Wir werden uns dann hier quasi beim nächsten Mal wiedersehen. Und das will ich da auch noch mit hinpacken. Da können wir uns hier nämlich hinsetzen. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Also, ciao!